Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Wir sind schiffsbrüchig, unser Bruder Sam ist verschwunden und den müssen wir jetzt mal suchen gehen. Ja, körperlich ist Nace stark angeschlagen. Man sieht es an der Körperhaltung, Rückenschmerzen wahrscheinlich oder eigentlich alles schmerzt. Der Bruder ist verschwunden. Ja. Und das werden wir jetzt mal versuchen, dass wir den wieder finden. Der spielt sich richtig zäh und schwergängig. Klasse, mal wieder umgesetzt. Und ja, dann werden wir mal gucken, ob wir da nochmal Erfolg haben werden. Alles klar. Hoppala, ne, anscheinend geht es hier entlang. Ja, sehr richtig. Gut, dann runter, wieder zum Strand. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Die Vorratskiste, na, vielleicht können wir uns da stärken und wir kriegen unsere klar alte Kraft wieder zurück, aber nein, die ist schon leer. Na gut. Das soll uns nicht demotivieren. Wir probieren es weiter. Darauf. Okay. Das Gute daran ist, machen wir hier entlang. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Ja, schon merkwürdig, dass jetzt der Sam da so ganz verschwunden ist. Ja. Ich muss sagen, der ist mir auch, also mir persönlich ist der nicht so sympathisch. Mir geht's gut. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht in irgendein Fettnäpfchen, aber er ist so ein bisschen so. Naja, er ist nicht so mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Oh weh, oh weh. Oh Scheiße. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Es ist ja auch wirklich absolut gruselig hier. Oh nein, nein, nein. Ja, wo Nace draufsteigt, da bricht alles zusammen. Oh. Ja, der Ort ist wirklich mehr als gruselig. So, hier rauf. Und macht er das? Jawohl. Aha, okay. Er klettert so langsam, der arme Kerl. Der kann schon nicht mehr. Man möchte ihm eigentlich gleich ein paar Ibuprofen geben oder ins Bett stecken. So, darauf, oder? Der läuft ganz langsam nur noch. Das ist halbe Geschwindigkeit von einem normalen Spiel. Okay, da sehe ich schon den nächsten Stein. Und, nimmt er den? Das ist irgendwie so die Steine anvisieren. Die Kratzer, die sind auch ein gutes Zeichen. Oh, 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 oh. Komm, geh da einfach rüber. Nee. Was muss ich machen? Noch ein Stück höher? Ah ja, okay. Uiuiui, okay. Also wirklich an den Grenzen, keine Reserven mehr. Es ist auch wirklich schwer zu spielen jetzt gerade. Es regnet, da noch ein kleiner Wasserfall. Oh Gott, ich komme da gar nicht hin. Wo ist denn der Stein? Den da, oder? Ist ja gerade sauschwer. Nimm doch den. Hopp. Nee, ich kann da gerade gar nicht hingreifen. Vielleicht ist es die falsche Richtung. Und. Okay, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Geht das? Nee, wo ist da irgendwas? Sein, okay. Der ist doch ein. Ach du Scheiße. Der ist. Das spielt sich ganz anders jetzt wie vorhin. Okay. Oh, am besten mal schlafen. Oder kommt jetzt der Sam? Ist K.O. der Kerl. Einfach nur K.O. Ich bin schon K.O. vom Drücken. Oh.
Na, es hat jedenfalls mal aufgehört zu regnen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Diesmal ist ja gar nicht rausgekommen, wie dieser Rave-Volltrottel uns gefunden hat. Aber naja, anscheinend ist er nicht ganz so blöd. Er hat ja einen Haufen Leute um sich herum. Es. Ah. Sic Parvis Magna, Sam. Ein Morsezeichen. Kaputt. Nein, funktioniert. Komm schon. Wo steckst du? Mist. Oh, der ist immer noch so K.O. Man sieht es in seiner Körperhaltung. Aber was jetzt schon mal angenehmer ist, es ist kein Regen mehr. Er läuft schon wieder schneller. Also ein bisschen schneller ist Gordon. Jedenfalls kommt es mir gerade so vor. Gut, dann holen wir mal den Bruder ab. Schafft er schon den Sprung? Ne? Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Oh ja, ganz einwandfrei. Hoppala. Na? Oh, der läuft wieder. Der ist wieder fit. Der ist wieder fit. Der, jetzt ist das Gameplay wieder ganz normal. Alles super. Wunderheilung über Nacht. Vorher war der fast gar nicht zu spielen. Mal, schaut euch das mal an. Das geht ja wieder. Mein, Wahnsinn. Wie ein kleines junges Äffchen. Saugurt. Also wer das mal, wer schon hier gespielt hat, der weiß, wie schwer das da gerade war, irgendwie da was unter Kontrolle zu bekommen. Da ist das ja jetzt wieder ein Klacks. Ich muss ja nur ein bisschen lenken und X drücken. Das ist ja eine Erholung, eine Wohltat. So, alles klar. Da hinten war irgendwo das Geblinke. Schauen wir mal, geht's da durch? Ja, da geht's durch, sehr schön. Ist zwar eigentlich gerade die falsche Richtung. Oder? Es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie die falsche Richtung, aber anscheinend waren wir hier auch gar nicht. Nee, es ist anscheinend doch noch richtig. Darunter, darunter, oder? So, und? Ist da wieder Steine? Schauen wir mal hier. Okay, das ist. Irgendwie bin ich hier ein bisschen durcheinander. Das ist nämlich wieder die Höhle. Und das ist ein rechter Schmarren. Wenn ich da jetzt wieder entlang gehe, ich mach's trotzdem mal. Weil ich komme ja nur wieder da an, wo ich schon war. Genau. Wir müssen wahrscheinlich hier noch höher. Klappt es? Ja. Gucken wir uns das mal an, was uns hier erwartet. Okay. Hm. Gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber ich glaube, wir sind immer noch richtig. Ja. Hier waren wir absolut noch nicht. Okay, wie geht's weiter? Da sind wieder Griffe. Und nach oben geht's. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Da geht's. Ja, falls jemand gerade diese Folge sieht, da mal so eine Frage rein an euch. Was könnte ich verbessern noch? Was würdet ihr besser machen, wo ihr sagt, ey, das rafft der Typ überhaupt nicht. Warum macht er das so und nicht anders? Egal, sei es vom Gameplay, von der Technik her. Ich weiß ja, in den anderen Folgen, da hatte ich ja viele Tonprobleme. Also ich bin immer dankbar, wenn jemand ein bisschen was kommentiert, beziehungsweise mir Tipps und Ratschläge gibt. Also wenn ihr was habt, würde mich freuen, wenn ihr mich das wissen lasst. Also ja, das so zum Thema Kritik verbessern, Verschlechterungen. So, wo lang? Ja, es geht nach oben. Sehr gut.
Oh, da ist wieder so ein scheiß Rave-Schiff wahrscheinlich, oder? Rave? Mhm. Verdammt! Pass auf dich aus. Okay. Also da gibt es auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten, die Dinger hinzumachen, jedenfalls bei mir. Und anscheinend müssen wir... Wow, schaut cool aus, oder? Wirklich klasse gemacht. Also hör mir auf. Wow. Ganz schön hoch. Mal den Wasserfall angucken. Das schaut ja wirklich toll aus. Hier kann man Business aufmachen. Honeymoon Beach. So, weiter geht's. Schritt für Schritt. Okay, was haben wir da? Muss ich nach oben? Wo muss ich hin? Ja. Geht's wieder durch eine kleine Höhle. Wohin jetzt? Okay. Erstmal ein bisschen erkunden. Und dann überlegen wir uns, wenn es nicht mehr weitergeht. Alles klar. Er schaut sehr, sehr rutschig aus. Ja, aber er stürzt nicht ab. Ah, hier. Großer Sprung. Halt, wo lang? Da runter? Nee. Also ganz runter müssen wir auf gar keinen Fall. Ah, hier. Da sind noch ein paar Griffe. Sehr gut. Da ist noch einer. Ja, und schon sind wir oben. Was mir jetzt eigentlich auch nichts bringt, weil ich nicht weiß, wo es hingeht. Sehr gut. Da ist hier... Oh, cool. Was haben wir denn da? Nicht sehr beruhigend. Ja, da ist auch noch einer hier, den hat auch gleich hier das Zeitliche gesegnet. Anscheinend hat er das mit seinem eigenen Blut geschrieben. Jedenfalls schaut es so aus. Okay. Wo lang? Das ist wieder hier so eine Rutschpartie. Okay. Ja. Alles klar, hat geklappt. Wunderbar. Boah, wie geil das ausschaut mit dem einfallenden Licht. Wo ist es denn? Gerade hatte ich so einen Winkel, da konnte man so ein bisschen das einfallende Licht sehen. Hier. Super. Also, ja, ich sag's ja dauernd, ist das super spulig, gell? Das ist super spui. So, dann nach oben wahrscheinlich. Dahin. Nach oben oder da rein? Ja, wagen wir es mal. Wir gehen da mal rein. Erfrischend. Hallo? Da ein Schatz, wie cool. Das, man weiß manchmal, wo es welche gibt. Man spürt das schon. Dann schauen wir uns dann später mal an. Oder auch nicht. Ich glaube, wir kommen bald zum Sam. Also ich habe so das Gefühl, dass das jetzt nicht mehr lange dauern wird. Weil es wird schon alles irgendwie freundlicher und heller. So, dann gucken wir mal nach oben, was da Schönes ist. Ja. Kommen wir da rauf irgendwie? Vielleicht von woanders? Nee, ich sehe auch jetzt hier irgendwie keine Steine oder Griffe, die uns weiterhelfen würden.
Ah, hier. Ah, nee, doch nicht, aber. Hängt da wer? Was ist das denn? Ah, hi. Ist hier wer vorbeigekommen? Ach, tatsächlich. Groß, schlagsig. Mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze. Der gutste Kerl hängt da. Auch noch upside down. Aber hier kommt man vielleicht wieder rauf. Genau, alles klar. Willst du da hochklettern? In den Stein. Aha, okay. Anscheinend ist er beim Klettern abgestürzt und ja, das war's dann für ihn. Oder jemand hat ihn da runtergeschmissen. Und heps. Eieiei. Arme Sau, du. Ah, hier. Den nochmal rausziehen. Und dann. Dann schauen wir uns den Bruder mal genau an, oder wie? Ach nein, cool. Ich habe einen Kletterhaken. Neue Möglichkeit. Probieren wir das mal aus. Oh, das ist ja stark gemacht. Das geht. Alles klar, das geht. Dann hau den Kletterhaken. Na, mach weiter. Okay. Hoppala. Und wie nutze ich den richtig? Ah, okay. Das ist hier so Sprung, reinhacken, rüberhüpfen. Sprung, reinhacken, hochziehen. Jawohl. Cool gemacht, haben sie sich wieder was Feines einfallen lassen. Fällt mir wirklich sehr, sehr gut. Na gut, weiter geht's. Kommt der da durch? Ohne zu sterben? Jawohl. Hier rauf irgendwo? Schaut nicht so aus. Ah, darüber? Ich kann diese Sprünge irgendwie nie einschätzen. Aber ich schätze mal, wenn ich jetzt springe und dann diesen Kletterhaken benutze, dann wird das hoffentlich schon irgendwie funktionieren. Ja, genau. Ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Es lief eigentlich noch besser wie geplant. Sehr gut. Und nu? Ich glaube, das dauert jetzt nicht mehr lang. Da schaut's gut aus und da haben wir einen großen Hüpferer. Hammer geschafft, sehr gut. Ui, nein! Ja, leck mich am Arsch. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Muss da wieder schön die Kletterhilfe benutzen. Oh, aber jetzt mache ich schon den nächsten Fehler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, aber das kriege ich jetzt schon noch hin darüber. Also Leute, jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Ja, das ist schon richtig hier. Jetzt nur mal schauen, dass wir schön großen Sprung. Ja. Dann hier entlang. Nee, da geht's nicht. Ich lass mich mal eins runter. Sehr gut. Jawohl. Ach du Scheiße. Oh nee, auf Schießen habe ich ja gar keinen Bock. Aber ich kann mich da ins hohe Gras plumpsen lassen. Halt. Oh. Was mache ich denn? Das ist ja furchtbar. Okay, alles klar. Gut, dass wir das nicht normal machen müssten. Ich hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Der Dschungelmann. Kriegt dich alle. Zieh dich doch mal hoch. Ich seh nichts. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Hallo? Okay. Und alles? Ja. Ja, wie es weitergeht, das könnt ihr euch in der nächsten Folge anschauen. Wahrscheinlich morgen, spätestens übermorgen zwischen 20 und 21 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mal reinschaltet. Ciao, Servus.